Ach, guck mal, das immer wieder. Da sind wir. Ich habe hier mal ganz provisorisch hier erstmal ein paar Strommasten gesetzt. Ganz provisorisch, hört sich schon mal super an. Ja, ist schon mal gut. Professorisch ist perfekt. Ja. Marco hat das Spielprinzip verstanden. Ja, keine Ahnung, vielleicht sollte man es nochmal erstmal erklären, was die Lage ist, oder? Ja, kannst du machen. Ja. Vom letzten Mal gab es ein neues Spielupdate und jetzt werden da so ein paar Mods nicht mehr unterstützt. Zum Unter Beispiel. anderem diese tollen Lichtpoller, die wir gefühlt überall in der Basis hingestellt haben. Aber komm, toll waren die. Ja, die waren super geil. Hey, warte mal ganz kurz. Sind die Forschungslaboren, Labore, Alter. Weißt du, was ich meine, ne? Ja. Sehen die jetzt anders aus? Ja, das ist ein Mod. Aber sagt man es jetzt mal drauf schon. Ja. Echt? Gut, das löschen wir. Nein. Also, Oliver. Gelöscht wird hier gar nichts, Martin. Beziehungsweise genau sowas eben nicht. Und ein Team-Mauern-Produkt zum Ich Pro-Strom. glaube, ich muss noch mal. Ich glaube, ich muss noch mal. Nee, Kacke. Wenn ich meine lösche, das bringt nichts. Ich glaube, nächstes Mal nimmt nur der Oliver auf. Oh, das Wichtigste funktioniert wieder. Ah, die Beschützung müssen noch einmal mit Strom versorgt werden. warte. Hast du schon? Gut. Forschungslaboratorien. Das ist ganz schwer, ist ein ganz schwieriges Wort für mich. Forschungslabore, oder? Forschungslabor? Ja, das ist die Frage. Laboratorien? Das ist die Frage. Immer noch diesen Superzettel hier So. liegen, wo nichts draufsteht. Ich habe einen neuen hier liegen, da ist gekritzelt drauf. Ja, bei mir auch. Ich habe mich einen neuen Kollegen gekriegt, den musste ich ausprobieren. Ah, sehr gut, sehr gut. Jetzt funktionieren die Radare da ganz links auch nicht mehr. Das ist natürlich blöd, gell? Yep. War Sehen die fast die vorher auch Gegner eine noch. prozentuale Anzeige, wie weit die Forschung ist? Ja. Prozent glaube ich nicht. Glaube ich nämlich auch nicht. Echt? Es hat sich ein bisschen was verändert, also. So, warte. Züge. Ja, Ah, sehr gut. Züge. Gibt's schon Drohnen? Nein. Na, toll. Ja, gucken wir mal, was wir machen können. Vielleicht sollten wir die Wand verstärken. So doppelwandig. Und mehr Geschütztürme setzen. Das könnte man machen. Wie sieht denn die Produktion aus für die Geschütztürme? Die hatten wir irgendwie hier. Das sieht wirklich anders aus. Aber es sind ein paar da. Ich setze die mal den Limiter auf 100 mehr. Die Wand eins näher ans Geschützturm oder eins weiter weg? Eins näher, oder? Eins weiter, hätte ich gesagt. Echt? Wir haben doch schon doppelwandig dann hinter dem Geschützturm. Wo bist denn du? Warte, ich komme zu dir. Ich bin hier rechts. An der Ostwand. Ich Ohne hätte jetzt Frage sogar zugesetzt schon mal. halt. Ich weiß nicht, ob die da durchgreifen konnten. Die greifen doch nicht durch zwei Wände durch, oder? Ja, durch eine. Wenn eine jetzt zum Beispiel kaputt ist, dann greifen die durch. Aber wenn die jetzt zum Beispiel dahinter sitzt, hält die Ja, zweite okay. Wand ja auch noch auf. Alles klar, dahinter. Okay, gut. Wir werden Dann. angegriffen, unten. Ah, hat schon alles gut. Hat jemand Mauern dabei? Natürlich. Dann hole ich mal noch ein paar Geschütztürme. Unten hast du gesagt? Ja, wo das X auf der Karte ist. Was blinkt. Ah, das. Uiuiuiui. Ja, Ja, da war noch einer. ich stehe daneben und zoome in der Karte rein. Können wir Reparaturkits schon herstellen? Nee, Was ne? sie auch noch geändert haben, glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher. Aber jetzt steht, wenn du zum Beispiel irgendwas unten in die Leiste ziehst, gell? Ja, Stand was wir die damals gemacht immer haben. 50 oder 100, je nachdem, wie groß das Package ist. Und Ja. jetzt steht die komplette Anzahl da.
Ja. Aber das ist auch nicht schlecht. Das finde ich besser. Neue Lampen. Floor Lamp. Wo? Oh. Bei Lampen. Floor Lamp. Ja, ja. Über die kann man drüber laufen. Das heißt, wir müssen nochmal... Oh, die sehen witzig aus. Ja. Kam das durch einen Mod jetzt? Oder hast du einen neuen Mod dazu, oder? Eigentlich nicht. Okay. Müsste vom Spiel... Nee, ist von dem Lager Lamps Recycling Machine Mod scheinbar. Kriegen die das geschissen? Wir haben Züge. Nein, das kriegen sie nicht hin. Das kriegen sie auch nicht hin. Ah, da wird der Bus nach außen gelegt. Aber wir können ja dann nach rechts erweitern, die Basis. Also. Ja. Genau, dann nach rechts ziehen. Oh, gleich automatisierte Schienenverkehr, sehr gut. Ja, natürlich. Ich brauche... Was soll ich denn? Einmachen. Wann können wir eigentlich diese Reparaturtürme machen? Die müssen wir auf jeden Fall erforschen. Uno Momento. Ja, ich gucke auf gerade mal. Die hieß nicht Reparaturtürme, ne? Doch. Repair Tower, ne? Ach ja, so. Können wir sogar schon erforschen. Repair Turret. Die haben ja nur Reparaturkits gebraucht, gell? Dann könnte man ja auf das Fließband, auf dem die Munition läuft. Die läuft ja nur auf einer Seite auf dem Band, auf die andere Seite Reparaturkits automatisieren. Dann könnte man überall auch noch diese Reparaturtürme hinsetzen, zwischendrin oder sowas. Ja, ich glaube, die haben keine Reparaturtürme, keine Reparaturkits gebraucht. Aber die waren natürlich auch irgendwie besser oder sowas, oder? Ja, die waren auf jeden Fall schneller. Damit. Ja. Ja, oder vielleicht machen wir einfach irgendwie erstmal mit Militär. Oder. Wir haben noch nichts groß, mit dem wir Schaden zufügen können, oder? Ja. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Vielleicht irgendwie den Waffenschaden, Schusswaffenschaden ein bisschen erhöht oder so, dass man da unten, wenn man da mal nach Erz suchen, da ein bisschen was plätten können. Weil da unten sind schon überall so ein paar Dinger. Ein paar Gegner. Ich forsche mal kurz Militär 2. Das ist sehr gut. Dann etwas sehr Wichtiges zu forschen. Tore. Oh ja, das ist tatsächlich auch sehr wichtig. Auch für die Züge dann. Ja. Und fürs ganze Spiel einfach. Ja, ja. Nee, das ist wichtig. Das stoppt ja. Aber wir forschen ziemlich schnell, oder? Also, das geht echt gut. Jo, wir haben ja auch ein paar. Laboratorien. Alter, wie heißt denn das? Laboratorien klingt jetzt nicht verkehrt. Finde ich auch. Laboratore klingt richtig verkehrt. Ja. Marco, was hast du? Gar nichts. Laborators. Genau, Labo. Labo. Hey, wurden schon wieder angegriffen. Sind schon wieder kaputt, die Mauern. Ach hier. Ich habe da rechts ausgebaut. Warte mal. Oder war doch hier gerade eben auch, oder? Ja, so wie es aussieht. Nee. Was ist denn das für ein Kram? Warum haben die hier keine Munition? Achso, du setzt sie gerade erst. Ja. Ich reiß mal wieder alles ab, was ich gerade gebaut habe. Das kennen wir. Ja, nichts Neues, sehr gut. Ja. Also Raft müssen wir auf jeden Fall weiterspielen noch. Oh ja. Oder eventuell auch mal anfangen aufzunehmen. Ja, können wir machen. Dann müssen wir halt, nachdem wir die 80 Stunden Factorio jetzt erstmal haben, aufnehmen.
vor allem müssen wir das gleiche Floß nochmal bauen, weil. Ja, das Floß, was wir jetzt haben, das ist schon gut. Das ist schon. Ist schon. Ja. Hat schon was. Der, ne? der kleine Aussichtsturm um drauf. Ja, wollte gerade sagen, der Aussichtsturm. Ja, kannst du hier mal ein Bild davon einblenden? Ich weiß gar nicht, ob ich ein Bild davon habe. Mehr Arbeit. Ja, Marco, dann musst du den Server, da musst du mir ein Bild schicken. Das ist dein Server gewesen, oder? Nee, das ist Martins Server. Martin. Echt, meiner? Martin, ja, deiner. Scheiße. Ja, kann ich machen. Dahin. Ich finde jetzt rechts irgendwie unten die Ecke ist irgendwie leer. Rechts unten die Ecke? Ja, die haben ja das Munitionszeugs nach rechts verschoben. Nach links. Ich fand's vorher rechts besser. Was haben wir nach rechts und links verschoben? Ja, jede Munition und Waffen. Das war rechts und jetzt ist es links. Ach so. Ja, vielleicht kannst du innen nehmen. Weiß nicht. Haben wir da eigentlich so viele Gegner auf der Seite? Warum wurden wir da angegriffen? Ja, unten sind schon direkt Gegner. Also, da ist so ein kleines Nest. Ich bin dafür, das müssen wir eliminieren. Eliminieren, das ist ein Stichwort. Das ist gut. Wir haben aber noch kein Panzerzeugs, gell? Ja, ich baue uns erstmal Garagen. Das ist das mal. Ja, da unten rechts sind Gegner, ne? Aber. Schon wieder angegriffen. Mein Gott. Noch Reparaturkits? Das ist immer diese Ecke, genau. Ja. Da kommen wieder welche. Ganz schön viele. Echt? Ganz schön viele, wirklich. Die waren da schon wieder ganz schön beschädigt. Ja. Kannst ja dann gucken. Ja, ich sehe es auf der Karte. Also über die Karte. Mann, ich brauche Drohnenhangars. Bald, Martin, bald. Oh, wie schön synchron. Ach so, der Strom war aus, gell? Strom aus? Ja, komm mal her, alle mal. Das ist voll synchron. Richtig schön. Was? Oh, ja. Okay, gut. Flip, flip. Ah ja, wir müssen die Dampfmaschine noch ändern. Warum? Weil du kannst ja 11 Stück an so ein Ding dranhängen. Und mit meinst du, so 2. Wenn wir so ein paar davon abschalten und ja gut, die sind ja eigentlich in einem Bunde, ne? Also müssten ja, aber wenn wir so viel ein paar Kohlekessel abschalten und dafür mehr Dampfmaschinen dran machen, dass wir dann mit die Umweltbelastung senken, weil wir weniger Kohle verbrennen. Möglich, möglich. Aber ist eine faktorische Umweltbelastung das Problem? Ja, damit löst du ja die Wellen aus. Ja, aber das wird doch ja. Ja, natürlich, irgendwann ist es egal. Sobald der Marco mit seinem Atomkraftwerk anfängt, ist sowieso alles vorbei, aber. Ist dahin. Wir haben Solar, probieren. Oder? Was? Wir haben doch mittlerweile Solar, oder? Haben kein. Ja, haben doch, wir haben Solar. Ja, warte, dann lass uns noch die Solar 2 Dinger erforschen. Ja, genau, und dann baue ich so langsam Solar auf. Ah, okay. Mal gucken, gescheiten Ort. Ein bisschen Verteidigung, das macht der Oliver ganz gut. Muss ich sagen, was macht er da? Garagenverteidigung? Steht bei uns gerade ein Tor. Ah, deswegen die Tore. Also, die wir gerade forschen. Ja, die sowieso. Das hat keinen weiteren Grund. Wir können jetzt Panzer brechen und Munition herstellen. Das ist gut. Dafür braucht man Kupfer, ja! Das ist gut. Kannst du Kupfer dem beiführen, der einen Produktion? Ja, bestimmt. Weil dann haben sie es irgendwann verarbeitet, das ganze Zeug, und dann, weißt du, ballern das irgendwie irgendwann durch.
sehr lange. Also es dauert wahrscheinlich zu lange, oder? Mal gucken. Vielleicht können wir es aufsammeln oder so. Los. Keine Komponenten. Achso, die verbrennen es dann. Da kann man gegensteuern. Warte. Wir produzieren mal ein Rohr und schmeißen es da rein. So. Weg ist es. Munition produzieren wir. Oh, das können wir hier auch abreißen hier. Wer ist dafür, dass wir das abreißen mit diesem Recycling-Kistengedöns? Yep. Ja. Gut. Hey, es geht mit den Toren nicht voran. Ich warte die ganze Zeit schon, bis es fertig ist. Warum? Warte mal. Grüne Fläschchen, glaube ich. Es fehlt an grünen Fläschchen, tatsächlich. Ja, warum? Ja, ja. Rote kommen an, grüne kommen nicht an, weil fehlt was? Greifarme und bei denen fehlt Eisen? Eisen, ja. Eisenplatten. Hä, wo geht denn das alles hin? Das verschwindet in der Zahnradproduktion. Ey, warte mal, es gibt gerade gar nichts mehr bei Eisen. Ja. Warum ist das so langsam? Ich glaube, das verschwindet echt in der Zahnradproduktion und in den Stahlträgerproduktionen. Ich glaube, weil der Marco gerade das den Bus erweitert und damit müssen die Fließbänder erstmal sich wieder füllen. Meinst du? Das geht ja gerade gar nicht voran. Das ist schon krass, gell? Warte mal. Das wird hier geteilt. Ja, das Problem wir könnten die Schmelzöfen austauschen. Zu den besseren. Könnten wir, aber du musst auch überlegen, die rechte Reihe wird nochmal prinzipiell geteilt. Also die Hälfte der Brennöfen ist gerade mal für grüne Fläschchen da. Und für Zahnräder. Nee, Zahnräder machen wir da rechts ja jede Menge. Warte, das geht aber auch noch an Zahnräder, oder? Das ist ja da unten, da wo du bist. Da unten ist doch Zahnräder. Ja, warte. Grüne Fläschchen geht da hoch. Ach, du meinst die da oben? Da oben, ja, okay, genau. Die, da oben, das ist ja nicht das Problem eigentlich. Auch. Deswegen kommt gar nichts mehr an. Okay, was brauchen wir für grüne Fläschchen? Wir müssen die Forschung fertig machen. Dann mache ich das halt per Hand. Ich will die Scheiß Tor haben. Ja. Ich tausche mal langsam die Öfen aus. Was brauche ich denn dafür? Ziegelsteine. Das brauchen wir doch irgendwo, oder? Oder machen wir gleich Mauern draus? Die Ziegelsteine habe ich oben noch mal in der Kiste jetzt gerade. Wir werden angegriffen. Gesetzt. Oh, jo. Die kommen ganz schön weit, ey. Warum halten die ganz schön was aus? Die brauchen, glaube ich, echt panzerbrechende Munition. Und Reparaturtüren. Wo habe ich denn hier Fabrik rein? Das ist... Also... Mehrere Angriffe, glaube ich, schafft so eine Wand nicht, wenn wir das nicht reparieren. Ja, das glaube ich auch nicht. Und dann ist so ein Turm, so ein Turm ratzefatz kaputt. Marco, was baust du da? Ich baue hier jetzt Munition. Wir machen das. Oh, wie kommt man einzelne Sachen reinlegen? Ich hab das doch Marco. Y. Wir bauen doch Munition. Hier oben, irgendwo. Ja. Was brauchen wir denn für Panzerbrechende? Einfach die normale Munition plus nochmal Kupfer dann? Oder? Ja, plus irgendwie sowas. Kupfer ja. Und Stahl. Torst, ich will die Tore. Also Marco, hier oben wird Munition gemacht. Ja gut, ob ich jetzt die zwei Eisenplatten da jetzt selber runterziehe oder das ans Bussystem anschließe. Ja, dann reißen wir es ab.
Ja, oder so. Dann reißen wir den ganzen Kram ab und du baust es irgendwo rechts ab? An? Keine Ahnung. Irgendwo habe ich jetzt aus Versehen ein grünes Fläschchen hingesetzt. Wo ist das? Das wurde gerade verarbeitet. Nee, da liegt's. Hat sich hinter der Montagefabrik versteckt. Ah, das sind Schlinge. Das war auch eins, was noch gefehlt hat für die Tore. Das weiß schon warum. Wahrscheinlich. Hier fährt schon zurück, das muss jetzt reichen. Nee, das reicht nicht. Ja, komm. Nee, es reicht echt nicht. Hast du noch eins? Ich mach eins. Alter. Ich hab's reingepackt und es war fertig. Also Marco, abreißen oder nicht? Ja, abreißen. Dann baue ich hier ganz viel Munition. Das ist ein Fünferpack. Also fünf Montagehallen machen Munition. Gut, ich pass ab. Oh, wir haben die zweiten Fließbänder. Ja. Aha. Ja, das ist das nächste, was dann hier herstellen werde. Rote Fließbänder. Ja. Ah, okay. Nachdem ich erstmal Munition gelegert hab. Achso, nee, warte mal, wir wollten Solar erforschen oder so, ne? Solar 2 müsste das irgendwie sein. Trotzdem brauchen wir erstmal Stahl hier oben. Oder Eisen. Eisen kommt deswegen nicht an, weil ich Öfen machen wollte, genau. Und für Öfen brauche ich Ziegelsteine, immer noch. Ziegelsteine hatten wir irgendwo eine Produktion, oder? Ja, bei den Mauern. Da braucht man ja Ziegelsteine für. Wo sind die Mauern? Rechts beim Stein. Also bei dir, über dem Bus. Über dem Bus? Okay. Ja. Über dem Bus links. Hinter der Mauer. Ah, da, okay.